Hallo Fans and Friends vom Draußensein. Mein Name ist André Dörk von der Facebook-Gruppe Survival in Deutschland und in meinem heutigen Video geht es ums Messer. Genauer gesagt geht es ums Taschenmesser. Und wenn du da Bock drauf hast, dann bleib dran. In meiner heutigen Folge dreht es sich um mein eigenes EDC-Taschenmesser. Und zwar ist das ein Victorinox aus der Alux-Reihe. Das Modell nennt sich Pharma. Das habe ich tatsächlich immer dabei. Überleben mit dem Taschenmesser, warum habe ich das ins Leben gerufen? Eigentlich aus einem ganz einfachen Grund. Nichts ist heißer diskutiert als, was ist das perfekte Messer fürs Survival, fürs Bushcraften und vor allen Dingen, welches Messer soll sich der Anfänger kaufen? Das bricht jedes Mal in Streit aus oder es wird eine riesen Endlosdiskussion. Und meine persönliche Meinung zu dem Thema lasse ich in diese Videoreihe einfließen. Denn ich persönlich glaube, das perfekte Einsteigermodell ist ein Messer der Firma Victorinox und passt in jede Hosentasche. Ich habe mich absichtlich für dieses Modell entschieden, weil es für mich eigentlich alle Werkzeuge hat, die ich draußen in der Natur dringend benötige. Wir haben bei diesem Messermodell eine 6,5 cm lange Edelstahlklinge, die wenig Pflege benötigt, aber auch relativ einfach nachzuschärfen ist, auch mit einfachsten Mitteln draußen in der Natur. Zudem verfügt das Messer über einen Flaschenöffner, eine Drahtbiegeöse sowie einen Schraubendreher, einen ziemlich stabilen, mit dem man auch ein wenig hebeln kann. Auf der anderen Seite haben wir ein ganz berühmtes Werkzeug und zwar ist das der von Victorinox hergestellte Dosenöffner. Der funktioniert hervorragend. Auch der hat mir schon viele treue Dienste geleistet. Eines der wichtigsten Werkzeuge an diesem Messer ist natürlich die Säge. Mit der Säge lässt sich relativ leicht sägen und vor allen Dingen auch sehr schnell Fortschritte im Holz machen. Aber das Werkzeug, was es mir am meisten angetan hat vom Pharma Alux und was eigentlich für mich hauptausschlaggebender Grund des Kaufes war, mal abgesehen von den schönen Aluminiumschalen, ich finde das wirkt wirklich sehr edel, ist die Bohralle. Die Bohralle von der Alux-Reihe, finde ich, ist eines der besten Ahlen, die ich je in der Hand gehabt habe. Damit lassen sich wirklich hervorragend Löcher bohren und im Laufe meiner Videoreihe werdet ihr merken, was das für ein richtig tolles Werkzeug ist. Wir werden damit noch viele Projekte machen und ich bin gespannt auf eure Reaktion. Warum ist das Taschenmesser für mich das perfekte Anfängermesser? Ganz einfacher Grund. Wenn ihr feststellt, dass das vielleicht doch nicht euer Hobby ist, dann würde ein großes, schweres Messer oder auch ein günstiges Messer, egal in welcher Form, irgendwo in der Schublade verschwinden und sein Dasein vor sich hin fristen. Aber ein kleines Taschenmesser, jetzt mal ganz unter uns, kann man immer gebrauchen. Ja, meine Freunde, das war schon wieder von meiner Seite aus. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit meinem Video Überleben mit dem Taschenmesser, die erste Folge. Und ihr bleibt auch dran. Abonniert dazu meinen Kanal. Vergesst auch nicht, die Glocke zu aktivieren, um kein neues Video zu verpassen. Alle Links und Informationen auch zu unserer Facebook-Gruppe findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ich bin raus. Bis bald im Wald. Euer André.